Mein heutiger Gast ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten in der deutschen Politik, Wolfgang Kubicki, stellvertretender Parteivorsitzender der FDP und Vizepräsident des Deutschen Bundestags. Herzlich willkommen bei Phoenix. Vielen Dank. Sie haben Ihre Autobiografie geschrieben, soeben erschienen, Sagen, was Sache ist. Der Titel ist mir aufgefallen, Sagen, was Sache ist. Ist es nicht normal, dass man Klartext spricht und Dinge so ausdrückt, wie sie sind? Also zunächst erlebe ich ja viele Menschen, die beklagen, dass wir in der Politik mit sehr vielen Phrasen arbeiten und nicht mehr klar benennen, wo die Probleme liegen und welche Lösungsmöglichkeiten wir anbieten. Aber es ist zweierlei. Es ist auch ein Buch, was beschreiben will über meine Jugend, über meine weitere Entwicklung, wie ich so geworden bin, wie ich bin. Und man versteht vielleicht einige meiner Handlungen, einige meiner Äußerungen, meine Liebe zur Freiheit, meinen unabdingbaren Willen, das zu tun, was ich will, solange ich damit keinem anderen schade, wenn man versteht, wie ich groß geworden bin. Es nimmt einen relativ großen Raum in diesem Buch ein, dieses, man muss seine Meinung frei äußern. Sie beschäftigen sich auch relativ intensiv in dem Buch mit einer Studie des Meinungsforschungsinstituts Ansbach. Ansbach hat herausgefunden oder will herausgefunden haben, dass bei bestimmten Fragen, zum Beispiel der Flüchtlingsfrage, 71% der Bevölkerung sagen, ich kann nicht meine Meinung so äußern, wie ich sie äußern würde gerne. Steht es wirklich so schlecht um die Meinungsfreiheit in Deutschland? Diese Frage muss ich gar nicht stellen, denn wenn 71% der Menschen glauben, das sei so, läuft was falsch bei uns in der Demokratie, denn unser demokratisches Gemeinwesen basiert auf dem Gedanken, das ist auch verfassungsrechtlich garantiert, dass man seine Meinung, solange sie im Rahmen der Gesetze geäußert wird, auch frei sagen kann, ohne sofort persönliche, berufliche oder soziale Konsequenzen tragen zu müssen. Ich will ein Beispiel nennen, das mich wirklich pikiert hat. Eine Moderatorin des MDR hat am Wahlabend der Sachsenwahl gefragt, ob der Ministerpräsident sich nicht eine bürgerliche Koalition mit der AfD vorstellen könne. Nun kann man darüber streiten, ob die AfD bürgerlich ist oder nicht. Ich glaube eben nicht. Aber der Shitstorm, der sie anschließend erreicht hat, bis zur Forderung, sie dürfe nie wieder moderieren, zeigt eben, dass Menschen erwarten, wir haben bereits eine Schere im Kopf, bevor wir unsere Meinung äußern, die ja nicht verifiziert werden kann. Meinung ist ja keine Tatsachenbehauptung. Und wenn wir den Diskurs, den demokratischen Diskurs immer weiter einengen, die Menschen das Gefühl haben, man kann nur noch eine Meinung haben, dann wenden sie sich ab von dem, was wichtig ist. Mir ist in dem Zusammenhang ein Satz aufgefallen. Sie sagen, es gibt in Deutschland einen Meinungsmainstream, der politisch links zu verorten ist und der tief in die Mitte der Gesellschaft für Unwohlsamkeit und Verkrampftheit sorgen kann. Wieso gibt es in Deutschland einen linken Meinungsmainstream, wo es doch in Deutschland seit vielen Jahren gar keine linke Mehrheit mehr gibt? Ja, es gibt in der Tat keine linke Mehrheit in den Parlamenten, oder jedenfalls keine rot-rot-grüne Mehrheit. Im Gegenteil, die Zustimmung zu den drei Parteien nimmt insgesamt weiter ab. Was aber nicht heißt, dass sie nicht in der Lage sind, den Meinungsdiskurs zu bestimmen. Die Klimadebatte wird in einem Alarmismus geführt. Frau Göring-Eckert stellt sich in den Deutschen Bundestag und sagt, Landwirte sind die Landvernichter schlechthin. Ich höre von Menschen, die im Bergbau waren, dass man sie früher gelobt hat dafür, dass sie die Energieversorgung Deutschlands sichergestellt haben. Und heute müssen sich ihre Kinder in der Schule dafür rechtfertigen, dass sie die Luft verschmutzen. Und das stört mich daran, dass man nicht mehr versucht zu argumentieren, sondern nur noch zu denunzieren. Das ist keine singulare Erscheinung, aber es ist sehr stark bestimmt von den Meinungsführern, ich sage das mal auch, die in Berlin-Mitte sitzen und glauben, das sei bereits der Nabel der Welt. Diese Klage, dass es in Deutschland einen linken Meinungsmainstream gäbe, der wird ja auch immer von der AfD hervorgebracht. Haben Sie da keine Sorge, dass Sie mit dieser Argumentation in falscher Gesellschaft sind? Ja, das ist das Interessante. Wenn wir sagen, alles, was die AfD sagt, ist per se schon mal schlecht und niemand darf mehr das denken oder sagen, was die AfD sagt, dann bereiten wir ihnen ein Feld. Dann müssen sie nur alles das sagen, was wir sagen, und schon müssen wir dann schweigen. Sie kommen ja schon mit der Bürgerlichkeit, sie kommen schon damit, dass sie die Freiheit verteidigen wollen, sie kommen schon damit, dass sie die Wirtschaft schützen wollen vor zu vielen staatlichen Eingriffen, dass der Soli abgebaut werden muss. Wenn wir jetzt jedes Mal sagen würden, weil die AfD das auch sagt, sagen wir das nicht mehr, dann können wir abschließen. Wir reden gleich noch über die AfD, aber zunächst möchte ich selbstverständlich über Ihre eigene Partei reden, über die FDP. In Sachsen, in Brandenburg an der 5%-Hürde gescheitert, bundesweite Umfragen jetzt bei 6%. Was ist los mit der FDP?
Was ist los mit den Wählerinnen und Wählern, müssen wir fragen. Ja. Mit der FDP ist nichts los. Wir sind nach wie vor geblieben, was wir sind. Ich meine, dass wir ein Kommunikationsproblem haben. Man muss sehen, wir haben bei der Bundestagswahl und bei den Landtagswahlen Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen im Jahre 2017 jeweils mit mehr als 10% abgeschnitten. Also waren ordentlich zweistellig und hatten dann bei der Wählergruppe 60 plus auch zweistellige Ergebnisse. Und diese, ich will mal sagen, ältere Generation ist uns irgendwann auf dem Weg abhandengekommen. Denn in Bayern schon, bei der Europawahl, in Bremen und Sachsen und Thüringen konnten wir feststellen, wir liegen bei dieser Wählergruppe unter 5%. Und man kann, größte Wählergruppe mit der höchsten Wahlbeteiligung, man kann gegen diese Wählergruppe keine Wahlen gewinnen. Also Lernaufgabe ist jetzt festzustellen, warum sind sie uns abhandengekommen und wie können wir sie wieder erreichen? Da muss ich jetzt gleich mal einhaken, dass die FDP aus der Krise gekommen ist, 2013 bis 2017, lag daran, dass Sie und Lindner ziemlich perfekt harmoniert haben. Das war so eine Art Männerfreundschaft, würden Sie das auch so sehen? Ich mag den Begriff Männerfreundschaft nicht, aber wir haben ein sehr vertrauensvolles, freundschaftliches Verhältnis. Wir waren sogar im Urlaub mehrmals miteinander. Das machen wir regelmäßig noch, nach wie vor. Zweimal im Jahr sind wir auf verschiedenen Inseln in Europa. Mallorca und Sylt habe ich gehört. Mallorca und Sylt. Sylt ist mal ja mein Heimatland, Schleswig-Holstein. Mallorca lieben wir beide mit unseren jeweiligen Partnern. Das ist nach wie vor so. Wir kommunizieren auch sehr viel miteinander. Aber wir sind nicht in allen Fragen deckungsgleich. Das wäre ja auch komisch, wenn. Und ich bin nicht das Sprachrohr von Christian Lindner und er ist nicht mein Sprachrohr. Dieses Vertrauensverhältnis besteht nach wie vor. Aber interessanterweise nützt uns das ja nichts. Wie gesagt, wir müssen aus diesem Tal, das wir gerade durchschreiten, wirklich möglichst schnell wieder rauskommen. Wir haben Thüringen-Wahl vor uns. Wir haben die Wahl in Hamburg früher nächsten Jahres vor uns. Und wir wollen, das ist unser gemeinsames Ziel, die FDP im Deutschen Bundestag wieder zweistellig halten. Ich habe einen Grund, warum ich das mit der Männerfreundschaft jetzt angesprochen habe, weil Sie haben das jetzt so ausführlich zitiert mit den über 60-Jährigen, die Sie verloren haben. Sie haben ja auch gesagt, alles bunt und knallig bei der FDP. Das hat man so als versteckte Kritik an der Strategie von Lindner verstanden. Und er hat jetzt dann auch gleich zurückgetwittert, wenn gut ist, wenn Wolfgang wieder stärker mitmacht. Also das heißt doch wohl, der hätte sich vielleicht vorher ein bisschen mehr für die FDP anstrengen sollen. Also so richtig freundlich ist das zumindest nicht. Ja, Sie identifizieren das so nicht. Also im Prinzip hat er damit ja zum Ausdruck gebracht, dass er wünscht, er hat ja auch in der Bundespressekonferenz unmittelbar nach den Wahlen festgestellt, dass uns die über 60 Jahre angekommen sind. Und ich habe das eher als Schmunzette verstanden, nach der Devise, du bist genau der Typ, den wir brauchen, um die über 60 Jahre wiederzubekommen. Ist eine kleine Frechheit, aber jedenfalls war es eher eine Schmunzette. Okay. Reden wir trotzdem mal über diese Krise oder bleibt man da mal dran? Ich würde behaupten, die Themen für die FDP, die liegen doch auf der Straße. Ja? Da fordert ein Kevin Kühnert die Vergesellschaftung von BMW. Der Berliner Senat arbeitet dran, die Mieten staatlich festzulegen. Die Grünen wollen die SUVs verbieten. Wo bleibt da die FDP? Warum höre ich da nichts? Ja, diese Frage kann ich Ihnen jetzt auch nicht beantworten, weil ich jeden Tag nicht nur höre, sondern auch lese, was die FDP dazu sagt und wie sie sich positioniert, in dem Sinne, wie man das von Freien Demokraten auch erwarten kann. Möglicherweise auch das, wie gesagt, ist ein Kommunikationsproblem. Müssten wir, das ist mein Empfinden, weniger technokratisch formulieren, sondern auch mal wirklich auf die Tonne hauen. Nicht? Also ich würde sagen, wenn der Berliner Senat einen Mietendeckel, eine schöne Geschichte, die ich auch angreifen werde, wenn ein Berliner Bezirksbürgermeister erklärt, dass er in einem seiner Stadtparks gerne das Dealen zulassen würde, müssen wir sagen, so einen Kriminellen muss man einfach einsperren, denn das ist die Anstiftung zu einer Straftat oder zumindest die Beteiligung einer Straftat. Also man muss vielleicht auch mal in dem Konzert der vielen öffentlichen Erklärungen so pointiert formulieren, dass auch Sie nicht daran vorbeikommen würden, das zu transportieren. Also Wolfgang Kubicki ist ja da, glaube ich, der Richtige, um diese Linie vorzugehen. Es gibt allerdings auch Leute, die sagen, es liegt einfach daran, dass die FDP keinen Fuß mehr auf den Boden kriegt, weil sie auf sehr, sehr unglückliche Art und Weise aus den Sondierungsgesprächen ausgestiegen sind. Ja, zunächst einmal kriegen wir noch Füße auf den Boden. Wenn man Meinungsumfragen überhaupt trauen sollte, dann muss man sich angucken, wie sieht es in Schleswig-Holstein aus, in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg. Da sind wir entweder zweistellig oder nahe an der Zweistelligkeit. Das hat sich nicht geändert. Unsere ostdeutschen Bundesländer sind für die Freien Demokraten immer schon ein sehr schweres Terrain gewesen. Wir hatten uns natürlich erhofft, wir kommen hinein. Aber wenn Sie Landesverbände haben, die zu zwei Dritteln die Landesfläche gar nicht bespielen können, weil sie zu wenig Mitglieder haben. Wenn Sie eine Struktur haben, die nicht gerade, wo man nicht gerade einen Humus hat aus Mittelständlern und Selbstständigen, der gewachsen ist, auch in einer nennenswerten Größenordnung, dann ist das wirklich ein Problem. Und das kann man auch nicht beschönigen. Ich sage immer wieder, gucken wir uns Thüringen an, gucken wir uns Hamburg an.
Da wird man feststellen, die FDP ist da und die wird auch da bleiben. Aber wir werden aufpassen müssen, dass wir nicht nur wahrgenommen werden als Partei der unter 24-Jährigen, der Juvenilen, sondern wir müssen wahrgenommen werden auch als die Partei, die sich für die Belange der 45- bis 70-Jährigen einsetzt. Und da sind andere Kriterien anzulegen, als das gegenwärtig der Fall ist. Ich darf es auch an einem Beispiel deutlich machen, wo mir es aufgefallen ist. Wir haben in Bayern geworben mit einem Plakat "Das neue Bayern". Da habe ich schon nicht gewusst, was ich damit anfangen soll. Ich habe dann Martin Hagen gefragt, was heißt das neue Bayern? Der muss dann Beispiele bringen. Was ist dann neu an Bayern? Vor allem ist das kein guter Slogan, wenn man weiß, dass 90% der Bayern mit ihrem Bayern zufrieden sind. Da muss man schon erklären, was besser und schöner werden wird. Und das ist für mich, wie gesagt, ein Kommunikationsmangel. Wir müssen Bilder produzieren, wir müssen Beispiele liefern. Auch in der Klimafrage. Warum fahren wir nicht mal gemeinsam, das mache ich jetzt, organisiere ich jetzt auch, nach Schleswig-Holstein, nach Heide, nach Tellingstedt, dort ist eine Raffinerie, die jetzt beginnt, Wasserstoff zu produzieren, mithilfe des Windstroms, den wir nicht ableiten können aus Schleswig-Holstein, und daraus synthetisches Kerosin zu machen. Das heißt, einen klimaneutralen Treibstoff zu entwickeln, da müssen wir uns über die Frage von Flugreisen nicht mehr unterhalten. Also an solchen kleinen praktischen Beispielen kann man zeigen, dass mit Technik, mit Innovation man Probleme bewältigen kann und nicht nur mit Verbot und Verzicht. Ich würde trotzdem gerne noch mal wissen, was in dieser Nacht, der letzten Nacht der Jamaika-Sondierungen passiert ist. Warum ist das so auseinandergeflogen? Sie können mir glauben, ich komme ja aus einer funktionierenden Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein. Wir haben erfolgreich verhandelt. Wir hatten einen guten Koalitionsvertrag. Sie funktioniert bis heute wirklich hervorragend, was niemand für möglich gehalten hat. Wir haben da nicht 4,5 Wochen gesessen mit dem Ziel, wir stehen auf und gehen da raus. Aber wenn Sie nach 4,5 Wochen feststellen, dass Sie sich ganz in einem Kreis gedreht haben, dass Sie zu keinem Punkt kommen, wo wir vertreten könnten, es lohnt sich jetzt, in Gespräche einzutreten für eine Koalition, dann ist auch irgendwann mal Schicht im Schacht, dann ist einfach Schluss. Letzte Nacht war es so, dass am Nachmittag, am letzten Tag, am Sonntagnachmittag, die Kanzlerin Christian Lindner gefragt hat, wir saßen in der Achterrunde, Herr Lindner, was brauchen Sie denn jetzt? Und dann hat Christian Lindner 9 Punkte aufgezählt und dann die Kanzlerin, ungelogen, immer gesagt, darüber können wir reden, das können wir machen, das kriegen wir auf die Reihe, darüber können wir verhandeln. Und dann sind wir ja am späten Nachmittag völlig überrascht, weil wir, wie gesagt, 4,5 Wochen nicht zu Rande kamen, völlig überrascht nach unten gegangen zu unserer Delegation und haben gesagt, wenn das jetzt umgesetzt wird, haben es vorgetragen, dann können wir Koalitionsverhandlungen empfehlen. Alle waren glücklich, zufrieden, also richtig. Christian hat auch gesagt, dann noch, das ist typisch Merkel. Alles bis zum Schluss aufheben und dann in der Nacht der langen Messer dann den Knoten durchzuschlagen. Und mit der Information sind ja damals Nicolai Beer und Johannes Vogel in Fernsehsendungen gegangen und haben in Fernsehsendungen erklärt, es wird was. Und dann sind wir wieder nach oben gegangen zur abschließenden Besprechung, kommen hoch und dann geht das los. Geht leider nicht, können wir nicht machen, kriege ich Ärger, ich will mit dem Ministerpräsidenten keinen Ärger. Und dann war von den 9 Punkten wieder alles auf Null. Da sagen Sie auch irgendwann, Sie sind einfach auch zu alt, um sich auf den Arm nehmen zu lassen. Haben Sie den Eindruck gewonnen, dass Angela Merkel die Jamaika-Gespräche absichtlich hat scheitern lassen oder zumindest gar keinen Erfolg wollte? Also Robert Habeck hat ja zu Recht auch öffentlich erklärt, die ersten 14 Tage hat die Kanzlerin nur die Rednerliste geführt. Nicht einen einzigen eigenen Beitrag geleistet. Dann ist es so, fragen Sie mal Daniel Günther oder Robert Habeck, wie wir angefangen haben, Koalitionsverhandlungen oder Gespräche zu führen. Die Kanzlerin hat erstmal angefangen wir schreiben erstmal alles auf, was uns trennt, statt mal zunächst zu gucken, wo haben wir Gemeinsamkeiten, weil wenn Sie das gelöst haben, ist es entkrampfter, um weiter voranzugehen. Und während der 4,5 Wochen, weil wir sehr, sehr viel miteinander geredet haben, teilweise bis zu 14 Stunden am Tag, haben Sie einen sedierenden Halbschlaf. Sie sind also nicht mehr vollfit. Und deshalb können Sie auch nicht analysieren in dieser Phase. Wobei die Kanzlerin, ich weiß gar nicht, wie sie das macht. Wenn wir bis 2 Uhr nachts da gesessen haben, waren die morgens um 7 schon wieder fit. Ich kenne das ja auch von früher, aber es war schon, also körperlich schon eine beachtliche Leistung. Im Nachhinein ist mir klar geworden, die Kanzlerin wollte diese Konstellation nicht. Sie wollte die Große Koalition fortsetzen. Sie hat am Wahlabend nicht verstanden, warum die Sozialdemokraten sagen, wir gehen raus. Hat sie auch öffentlich erklärt, ich verstehe das gar nicht. Wir haben eine gemeinsame Mehrheit. Und ihr war auch klar, wenn Jamaika scheitert, kommen die Sozialdemokraten wieder. Mindestens wegen staatspolitischer Verantwortung. Und sie hat jetzt wieder das, was sie wollte. Sie regiert mit Leuten zusammen, die sie kennt. Sie regiert mit Strukturen zusammen, die sie kennt. Sie musste sich nicht nur einstellen. Und sie hat eben dazu beigetragen, dass der Weg der Sozialdemokratie auf die Einstelligkeit fortgesetzt worden ist. Und ist es jetzt vorbei mit Jamaika oder kann das wiederkommen in der Phase nach Merkel? Zunächst einmal glaube ich, dass es wirklich ein Modell ist, auch für Deutschland, was dazu beitragen kann, Konflikte in der Gesellschaft zu befrieden.
Ich sehe das in Schleswig-Holstein. Alle fühlen sich irgendwo vertreten, weil sie einen Ansprechpartner haben. Und alle können mit den Kompromissen, die wir finden, leben, weil sie mitbekommen haben, dass darüber geredet, diskutiert wird und dass man sich wirklich bemüht, alle Argumente aufzunehmen. Wir werden wahrscheinlich erleben, dass auch nach der nächsten Bundestagswahl es für eine Zweierkonstellation nicht reichen wird. Und dass wir drei Parteien brauchen, die regieren müssen. Die Sozialdemokraten fallen aus, mit der AfD will keiner, Gott sei Dank. Die Linken haben sich mittlerweile auch fast halbiert gegenüber ihren früheren Zahlen. Also es wird, wenn es drei Parteien braucht, auf Jamaika hinauslaufen. Und ich kann Ihnen sicher sagen, jetzt nach 2 Jahren des gemeinsamen Wirkens hier im Deutschen Bundestag, es hat sich viel verändert im Klima zwischen den Parteien, zwischen den Fraktionen. Es ist zwischen Personen auch Vertrauen gewachsen. Beim nächsten Mal, glaube ich, kriegen wir das hin. Ich habe gesagt, wir reden noch mal über die AfD. Sie müssen ja an ganz prominenter Stelle, nämlich als Vizepräsident des Deutschen Bundestages, festlegen, was der richtige Umgang mit der AfD ist, nämlich im Plenum des Deutschen Bundestages. Haben Sie irgendwie so ein Rezept, wie umgehen mit der AfD? Ja, also ich kann und darf nicht festlegen, wie man mit der AfD umgeht. Ich habe die Sie müssen aber für sich entscheiden, wie machen Sie das? Ich habe die Geschäftsordnung anzuwenden und zu beachten. Das mache ich sehr strikt und zwar gegenüber allen. Also nicht nur gegenüber der AfD, sondern auch gegenüber anderen. Auch Sozialdemokraten und Grüne haben von mir schon Ordnungsrufe bekommen für Äußerungen in Richtung AfD, die einfach die Grenzen des Anständigen verletzt haben. Persönlich glaube ich, außerhalb meiner Funktion als Vizepräsident wäre es geschickter, die AfD manchmal ins Leere laufen zu lassen oder sie auf den Arm zu nehmen, statt immer mit dieser moralischen Überheblichkeit zu kommen. Ihr seid Rechtspopulisten oder Neonazis und das, was ihr sagt, müssen wir deshalb gar nicht beachten. Wir sehen ja, in Schleswig-Holstein sind wir mit denen so umgegangen, dass man einfach mal nicht reagiert, einfach das stehen lässt. Denn die AfD lebt von der Reaktion, sie lebt nicht von dem, was sie tut. Sie hat sich auf die Opferrolle eingestellt. Sie muss beklagen, dass die Altparteien, von denen sie ja redet, dass das System sie nicht will. Das ist die Wiederholung des Wahlkampfstils von Trump in den USA. Ich muss gegen das durch und durch versüffte Establishment in Washington ankämpfen, wählt mich, dann räume ich damit wieder auf. Das ist die Attitüde der AfD auch. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht dauernd genau das machen, was sie von uns erwarten und was sie auch will, um diese Rolle spielen zu können. Also Teil dieser Opferrolle ist es ja, dass die anderen Parteien der AfD den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, der AfD eigentlich zusteht, verweigert. Ist das richtig? Ja, zunächst einmal hat die AfD, wie alle Fraktionen des Deutschen Bundestages, das Recht, einen Vizepräsidenten vorzuschlagen. Sie hat aber kein Benennungsrecht. Das heißt, der vorgeschlagene oder die vorgeschlagene Kandidatin muss immer noch gewählt werden. Und wenn die Mehrheit des Hauses diesen Kandidaten nicht wählt, gab es übrigens bei Lothar Bisky auch schon mal bei den Linken, ist keine neue Geschichte, dann ist es einfach so, das muss man in der Demokratie aushalten. Ich habe früher dafür plädiert, bis vor wenigen Monaten, soll ich das mal sagen, dafür plädiert, diesem demokratischen Grundgedanken zu folgen. Sie haben einen Anspruch darauf, also muss man den Anspruch auch erfüllen. Sie haben eine AfD-Kandidatin auch mal gewählt. Ja, Frau Ahrenkühnel habe ich gewählt, definitiv. Und habe auch meiner Fraktion empfohlen, das zu tun. Und andere haben das ja auch getan. Aber mittlerweile bin ich davon weg. Und zwar deshalb, weil das Auftreten von AfD-Abgeordneten und Funktionären gegen mein Grundverständnis verstößt, das ich habe. Wir haben Artikel 1 des Grundgesetzes, der lautet: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Und ich habe viele Debattenbeiträge, viele Verhaltensweisen von AfD-Kolleginnen und Kollegen erlebt, die genau diese Menschenwürde gegenüber Menschen mit muslimischem Glauben oder anderer Hautfarbe schlicht und ergreifend mit Füßen treten. Und ich möchte nicht, dass unser Parlament, das Parlament, dem ich angehöre, von einem Repräsentanten vertreten wird, nach außen, gegenüber Dritten auch, der diese Grundsätze aus Artikel 1 nicht beherzigt. Wenn Sie da jetzt sagen, da ist eine Partei und deren Vertreter verstoßen ganz offen gegen den zentralen Paragraphen unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Gibt es da nicht eigentlich nur einen Weg, nämlich vor das Verfassungsgericht zu gehen und zu sagen, die Partei muss verboten werden? Ja, abgesehen davon, dass das ja nur von Landesregierung beantragt werden kann oder von der Bundesregierung oder dem Deutschen Bundestag, ist verfassungsfeindlich noch nicht verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht setzt sehr strenge Grenzen bei der Frage des Verbots einer Partei oder von Organisationen oder Einzelpersonen. Beim NPD-Verfahren haben wir jetzt gerade festgestellt, dass ein Antrag abgeschmettert worden ist mit der Begründung, die sei nicht mehr stark genug, überhaupt einen Umsturz herbeiführen zu können. Es muss eine aktive, aggressive Haltung gegenüber dem Grundgesetz geben. Das kann ich bei der AfD nicht feststellen. Sie ist für mich in Teilen wirklich verfassungsfeindlich. Sie hat den Geist der Verfassung gar nicht verstanden. Aber ich würde, jedenfalls was den Deutschen Bundestag angeht, Länder kenne ich nicht so sehr genau, nicht davon ausgehen, dass die Opposition der AfD im Deutschen Bundestag verfassungswidrig ist. Nochmal ein Zitat von Ihnen, das ich ganz interessant fand.
Unsere Politik der radikalen Ausgrenzung hat nicht geholfen. Im Gegenteil, sie hat eher geschadet. Also ich interpretiere das halt auch wieder so. Das, was letztendlich geschieht im Bundestag, Nichtwahl eines Vizepräsidenten oder in dieser radikalen Abgrenzung, wir machen mit denen nichts gemeinsam, was immer die sagen, wir stimmen da nicht zu, die bringt am Ende gar nichts. Nein, nicht diese Strategie, sondern die Strategie der moralischen Überheblichkeit. Dass man einfach sagt, wir sind die besseren Menschen, weil wir Demokraten seid und ihr seid die schlechteren Menschen, weil ihr Rechtspopulisten oder Rechtsradikale seid. Ich glaube, dass die intellektuelle Auseinandersetzung viel durchgreifender wäre, weil die Menschen dann das Gefühl hätten, wir grenzen nicht Menschen aus, sondern wir beschäftigen uns mit dem, was sie sagen und weisen das zurück. Ich weiche keine Diskussion mit einem AfD-Abgeordneten aus, weder mit Gauland noch sonst wie, weil Demokraten grundsätzlich nicht weichen und weil ich immer noch glaube, dass meine Argumente die besseren sind gegenüber den Argumenten oder Scheinargumenten, die die AfD bringt. Das soll jetzt das Schlusswort gewesen sein, nicht in dieser Sendung, aber in der Diskussion der aktuellen Politik, weil wir ja auch noch ein bisschen mehr erfahren wollen über ihr bewegtes Leben. Wir haben jetzt einige Fotos vorbereitet. 67 Jahre Wolfgang Kubicki im Schnelldurchlauf. Jetzt hoffe ich, dass es auch eine Kamera gibt. Da können wir das sehen. Das sind Sie nicht mit Ihrer Mutter, sondern Ihre Tante ist das. Das ist meine Tante, Tante Mia, die Schwester meiner Mutter, die ich gehasst habe wie die Pest, weil sie mich dauernd erziehen wollte. Umso schlimmer, dass wir Ihnen jetzt ausgerechnet Foto anfangen damit. Das ist ja lange her. Das bin ich, weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich konnte wahrscheinlich gerade erst laufen. In der Straße, ich bin in der kleinen Straße in Lehndorf, in Braunschweig-Lehndorf geboren worden, in der kleinen Straße, die wirklich klein ist, wenn man sie heute sieht. Früher war das für mich riesig. Ja, mal ein Bild von der Schule. Sie waren, glaube ich, ein eher komplizierter Schüler. Ich war eigentlich ein ganz einfacher Schüler. Also das ist jedenfalls das Foto nach der Einschulung. Und ich war deshalb ganz einfach, weil ich mir an keine Regeln gehalten habe. Ich bin... obwohl wir genau neben der Schule wohnte, in einem Halbjahr 52 Mal zu spät gekommen. Da steht bei mir in den Zeugnissen mal drin, ich würde auf keinen, ich sei disziplinlos, was wahrscheinlich auch stimmte. Fußballbild aus der Zeit bei Eintracht Braunschweig. Der Einzige, der nicht kniet, das bin ich. Unten in der Mitte, zweite von links unten. Ne? Dann haben wir als nächstes das Tanzstunde, glaube ich. Das war der Abschlussball der Tanzstunde. Und ich habe festgestellt, dass ich doch eine sehr hübsche Partnerin damals hatte. Schade, dass ich nicht mehr weiß, wer es war und wo sie wohnt. Das war unmittelbar nach meiner Vereidigung als Anwalt in der Kanzlei, die wir hatten. Ich fand es so toll, mal mit Robe fotografiert zu werden. Ich habe das Bild meiner Mutter geschickt, die hat sich darüber sehr gefreut. Sie sind immer Anwalt geblieben, die ganze Karriere durch? Ich bin Volkswirt von Haus aus und habe zuvor, bevor ich Anwalt wurde, habe ich in einem Steuerberater und in einem Unternehmensberatungsbüro gearbeitet, habe dann Jura studiert und bin Anwalt geworden. Seitdem bin ich das. Das ist mit Jürgen Möllermann. Ich glaube, es ist... kurz vor der Jahrtausendwende, bei einem Wahlkampf, als wir in Pinneberg waren und uns dann gemeinsam in eine Zeitung geguckt haben. Eine wirkliche Freundschaft zwischen Ihnen und Möllermann mit tragischem Ende. Ja, also ein sehr intensiv freundschaftliches Verhältnis. Zur Freundschaft gehört mir, wir hatten relativ wenige soziale Berührungspunkte. Also wenn Sie nicht in der gleichen Stadt leben und nicht jeden zweiten Abend mal mit jemandem ein Trinken gehen können. Aber es war ein sehr festes freundschaftliches Verhältnis. Und ganz am Ende haben wir jetzt noch ein Foto gesehen mit Ihren beiden Töchtern aus... Und meinem Hund Puma aus meiner zweiten Ehe. Zwillingstöchter aus meiner zweiten Ehe. Ich habe einen sehr interessanten Artikel im Spiegel gelesen, sehr wohlwollendes Porträt über Sie. Da werden Sie so beschrieben als ein Politiker, der eigentlich aus der Zeit gefallen ist, den es so eigentlich gar nicht mehr geben kann. Einer aus einer Zeit, wo die Männer noch Männer sein durften und sowas. Gefällt Ihnen so eine Beschreibung? Die war mir relativ egal. Also der Titel lautet ja der Letzte seiner Art. Und Heckmann, den ich mittlerweile sehr schätze, hat mich ein Jahr begleitet. Ich habe schon gesagt, Heckmann, wir können den Artikel doch gleich schreiben. Ich weiß genau, was das sein soll. Oder nein, Herr Kubicki, ich will Sie wirklich beobachten. Und da stellt er innerhalb dieses einen Jahres fest, dass ich wirklich so bin, wie ich bin, dass es keine Attitüde ist. Er beschreibt ja auch eine Szene, wie ich mit einem AfD-Abgeordneten in den USA umgeht und schreibt dann auch ja darunter, vielleicht ist das die bessere Art, mit der AfD umzugehen, als das, was wir machen. Da habe ich auch jemanden auf den Arm genommen, Herrn Müller, der nach Mexiko wollte. Und ich ihm gesagt, Herr Müller, in Mexiko werden viele Leute erschossen. Und er hat dann sich bedankt dafür, dass ich ihm vor diesem Sicherheitsrisiko warne. Ich habe nur gesagt, es kann ja sein, dass es sie trifft. Und man muss mit dem leben, wie Menschen einen einschätzen. Also deshalb habe ich das Buch geschrieben, damit Leute sich selbst einen Eindruck darüber verschaffen können, wie ist der Kerl wirklich und wie ist er da hingekommen. Es gibt so viele irre Szenen in meinem Leben, über die man auch lachen und schmunzeln kann. Das findet sich auch in dem Buch wieder.
Und man versteht wirklich. Sie sind frei, sie jetzt zu erzählen. Die Leute, die das Buch, die Menschen, die das Buch gelesen haben und haben mich teilweise angerufen, weil jetzt verstehen wir Sie viel besser, Herr Kubicki. Mhm. Also meine Frau und ich beispielsweise, wir sind seit 30 Jahren zusammen und jeder Tag ist immer nicht derselbe, ist anders. Wir haben keine konkrete Planung, es kommen Überraschungen, es gibt bei wir uns... Wir haben auch noch ein paar Bilder von Ihnen und Ihrer Frau. Es geht immer bei uns darum, wer hat das Sagen? Meine Frau würde sagen, selbstverständlich du. Aber in Wahrheit geht es jeden Tag um das Sagen. Sie ist auch Strafverteidigerin, was das eben sehr interessant macht, weil wir beide mit Sprache sehr gut umgehen können. Und diese Szene in meinem Leben, da habe ich... wir hatten einen wirklich richtigen Streit. Meine Frau hat Wut im Brand die Tür zugeknallt, ist losgefahren und ich habe mir gedacht, diesmal kriegst du nicht ein. Diesmal gibt es keine Blümchen als Entschuldigung, diesmal rufst du auch nicht an. Das ziehst du jetzt mal durch. So, und das hat meine Frau wahrscheinlich gemerkt, ich weiß es auch nicht. Ich kriegte am Nachmittag eine SMS von ihr, ich nehme die Entschuldigung an. Dann habe ich zurückgeschrieben, welche Entschuldigung? Dann hat sie geschrieben, du hast mir doch gerade einen Ring geschenkt. Ich war bei Bulgari und haben die gesagt, ihr Mann hat einen Ring für sie bestellt. Und das fand ich so gnadenlos gut. Die Wut war in der Sekunde weg. Ich hätte vor meiner Frau auf die Knie gehen können, weil, dass man so brillant eine wirklich beklemmende Situation auflösen kann, unglaublich. Mein Heiratsantrag, auch so eine Geschichte. Ich habe bei uns im Dorf an den Deiben plakatiert, Engel, Liebe meines Lebens, willst du meine Frau werden? Und meine Frau geht morgens immer mit dem Hund als Erste raus, geht mit ihm spazieren und auch an dem Ostersonntagmorgen, ich habe das ja Ostersamstag gemacht, geht sie raus und kommt wieder und ich denke, wenn die Tür jetzt aufgeht, fällt die dir um den Hals und sagt, ja, möchte ich gerne hin und wie man sich das so vorstellt. Und dann kommt sie rein und nichts, nichts. Ich denke, was ist denn nun los? Und dann kriegt man die ersten Anrufe und dann haben Nachbarn und Freunde angerufen, meiner Frau gratuliert und dann hat sie gesagt, wie? Und dann hat sie gesagt, der Mann hat ja auch einen Heiratsantrag gemacht. Und dann hat meine Frau Wut im Bann gesagt, alle anderen wissen das, nur ich nicht. Ich sage ihr, du bist hier an 20 Plakaten vorbeigelaufen, hast da nicht drauf geachtet. Nimm mal das Fernglas, was wir haben, guck dir den Deinem gegenüber an. Und dann hat sich das aufgelöst. Also sie war zunächst nicht freudig erregt, sondern wütend, dass andere vor ihr wussten, dass ich ihren Heiratsantrag habe. Ich habe noch was gefunden. Annette, muss man sagen, ist ihre dritte Frau, ja. Aber inzwischen sind sie fast 30 Jahre zusammen. Also das Zitat lautet, Annette hat es öffentlich als ihre Aufgabe bezeichnet, mich vor Größenwahn und Überheblichkeit zu schützen. Ja. Sind Sie da anfällig? Das sagt sie auch öffentlich. Regelmäßig sagt sie zu mir, nicht dein Genie küsst dem Wahnsinn die Füße. Und mir sagt sie auch immer wieder, weil ich ja sehr flapsig auch formuliere gelegentlich, pass auf, dass das nicht als Arroganz rüberkommt. Und nimm dich nicht so wichtig, nimm dich mal ein bisschen zurück vielleicht. Und das ist gut, wenn man jemanden hat, der einen auf diese Art und Weise auch erdet. Man ist sonst sehr schnell dabei, von sich selbst überzeugt, in diesem Rausch des Selbstbewusstseins Dinge zu tun oder Aussagen zu tätigen, die einem hinterher leid tun. Sie hat auch gesagt, ich habe ihn weicher und menschlicher gemacht. Lassen Sie das überhaupt mit sich machen, so, dass jemand Sie da ummodelt? Sie hat da hart dran gearbeitet, weil sie immer sagt, du bist ein emotionsloser Klotz. Und sie hat es dann tatsächlich geschafft, hat mehrere Jahre gedauert, dass ich auch wirklich mal einen STPO-Kommentar in die Hand genommen habe und nach ihr geschmissen habe. Das hat sie richtig gefreut, dass ihr gelungen sei, mich emotional so aufzuwühlen, was mir sonst nicht liegt, mich dann auch mal gehen zu lassen. Und mittlerweile ist das auch so, dass sie durch ständiges Training einfach auch lernen, miteinander besser umzugehen. Und ich bin wirklich weicher geworden. Meine ganzen Mitarbeiter, die lange bei mir sind, sagen das. Ich bin nachsichtiger geworden, weicher geworden. Und ich sage dann immer, das ist die Weisheit des Alters. Mhm. Und das mit dem Macho-Image, das Sie entweder pflegen oder Sie sind halt einfach so. Also solche Bemerkungen, die Koalitionsverhandlungen, die gehen so lang, meine Frau soll mir ein paar neue Hemden bringen. Das sind ja auch immer so Dinge. Das war nicht ganz so. Nochmal, das war Donnerstag. Eigentlich sollte die Veranstaltung Donnerstag zu Ende sein. Also vom Zeitplan her. Und das war die Nacht der langen Messe und ich Donnerstagmorgen um 4 Uhr habe ich gesagt, ich habe jetzt genug, ich fahre jetzt nach Hause und komme nicht wieder. Da hat Christian Lindner gesagt, es geht nicht, wenn du nicht wiederkommst, sind die Verhandlungen zu Ende. Die Kanzlerin hat gesagt, Herr Kubicki, Sie haben doch selbst bei Spiegel gesagt, auf ein oder zwei Tage mehr oder weniger kommst du nicht an, können wir bis Sonntag weitermachen. So, und dann bin ich nach Hause gefahren, habe geduscht und musste ins Morgenmagazin. Und stehe vor meinem Schrank und sehe, ungelogen, sehe, dass in meinem Schrank nur noch ein weißes, also das weiße Hemd ist, das ich anziehen will. Und da ich ja völlig die Zeit völlig verloren hatte, also ich habe nicht daran gedacht, dass es Freitag ist, dass sie ins Geschäft gehen können, habe ich zum Schluss auch die Frage, was ist eigentlich ihr größtes Problem? Habe ich dann gesagt, dass ich keine weißen Hemden mehr habe.
Und dann war die Sendung zu Ende. Hat die Redaktion aus Köln gesagt, Herr Schakowicki, wir würden Ihnen gerne helfen. Herr Altmaier hat mir angeboten, dass ich ein Sahnehemd bekommen kann. Da habe ich ihm zurückgeschrieben, ich brauche ein weißes Hemd und kein Zwei-Mann-Zelt. Und Robert Habeck hat mir geschrieben, ich würde dir gerne aushelfen, aber ich habe nur schwarze Hemden mit und so weiter. Und der Tagesspieler hat bei meiner Frau angerufen, die das gar nicht mitbekommen hatte, und hat gefragt, fahren Sie jetzt nach Berlin und bringen Sie Ihrem Mann weiße Hemden. Da hat sie gesagt, das wird er schon allein regeln können. Ich war nicht seinetwegen extra nach Berlin. Meine Büro hatte das schon alles organisiert. Aber das war so eine Szene, die ist durchgetragen. Die hat meiner Frau viel Ruhm eingebracht. Wir sind erschienen in der Neuen Zürcher Zeitung, in den Salzburger Nachrichten, als meine Frau, die dann sagt, ich bin hier nicht das Hausweibchen des Wolfgang Kubicki, sondern das soll er alleine machen. Und sind Sie jetzt Macho oder nicht? Ja, wenn ich sage, ich esse gerne Steak und ich liebe es, mit Frauen zu flirten und ich bin immer sehr höflich und ich liebe auch guten Wein, dann bin früher Motorrad gefahren, ist mir jetzt ja verboten worden wegen des hohen Alters von meinem Büro sozusagen. Ich liebe auch etwas intensive Auseinandersetzungen, also ich bin auch ein robuster Typ. Wenn das Leute als Macho empfinden, dann ist das eben so, ist mir auch wurscht. Das war Phoenix persönlich, heute mit Wolfgang Kubicki. Herzlichen Dank. Vielen Dank.